Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ultimate 5, das Ende der Kraft. Ich bin DC Steve und... Und ich habe keinen Saft. Steve, ich habe keinen Saft. Ich brauche mehr davon. Weil Let's Play Redfall natürlich. So, ich habe mir die Nadeln geholt und... Die benutzt du direkt mal, um... Ich denke mal, das reicht schon. So. Den Rest wird er ja durch Level Up noch bekommen. Genau. Die Ideen haben wir schon gesprochen, die hier unten sind. So, hier haben wir ja nicht geheilt. Ja, das genau. Ist ziemlich bitter. Miau, lass mich in Ruhe. Hast du auch schon gesprochen, Steve. Da haben wir schon mit denen gesprochen. Wir waren hier schon mal drin, auch wenn es dir scheinbar äußerst viel Spaß macht. Stimmt, wir haben auch mit denen hier schon gesprochen. Wir waren hier überall schon. Genau, stimmt. Wir müssen nur irgendwie in der Story weiter. Ah, jetzt ist plötzlich die Tür offen. Die war schon offen. Aber wir konnten nicht reingehen? Doch. Ich bin auch nicht reingegangen, weil ich wusste, dass es draußen noch Optionales gibt. Okay. Ich muss gerade anders in Erinnerung, aber egal. Schule stinkt. Ja, im letzten Part haben wir Giga-Kaktor besiegt. Und mal wieder unseren Konkurrenten. Unser Lord sorgt für eine gute Schulausbildung. Weil Schulausbildung ist ein Geist. Das sah wirklich so unglaublich falsch aus. Ja. Ich hab mein Buch vergessen. Welches der vielen, die hier auf dem Tischen rumliegen? Viele Leute haben scheinbar ihre Bücher vergessen. Berichte Gates. Ich denke, er ist Gades. Denn es ist wieder eine Anspielung auf... Auf... Klär uns auf. Luvia? Stimmt. Oh ja, man, stimmt. Steve. Ja, stimmt. Er ist ja gerade in seiner Luvia-Phase. So Amon kannst du dir merken. Es sind ja nur vier Buchstaben. Nein, Amon ist nun auch bei StarCraft 2 der Bösewicht. Ach ja, genau. Deswegen, da hast du schon so eine parallele Connection in deinem Gehirn. Genau. Gezogen. Ja, genau. Ich verstehe schon. Aber hieß er nicht mal anders? Was? Gades? Ja. Der Typ hier, der hieß mal anders, ja. Ja. Ich kenne aber seinen vorherigen Namen nicht mehr. Ich auch nicht. Das war halt, doch... Halt, Moment. Nein, ich erinnere mich daran, das war doch der Dude, der aussieht wie Kefka. In der Vergangenheit. Genau. Warte, sind wir jetzt wieder in der Vergangenheit? Steve, ich dachte, Alter, mach 4 wäre der Zeitreiseteil gewesen. Verwirrst mich. Nee, wir sind definitiv nicht in der Vergangenheit. Abgesehen davon, dass selbst dieser Teil hier bereits einen besseren Zeitreiseplot bietet als der vierte. Und deswegen, der vierte war kein Zeitreisespiel. Du hast einfach den ganzen Blödsinn erzählt. Das war kein Zeitreisespiel. Ja, es war Alte Macht Neo, genau. zu den Neo-Teilen passen tatsächlich die ganzen Klischees, aber das sind gleich immer, die muss man immer ausklammern, die Neo-Teile. Aber ich sag's auch mal so, hier wird dasselbe Face halt nochmal verwendet, also das ist deiner und du weißt, mit dem du zu sprechen hast. Oho! Despair hat wohl gegen Night gewonnen. Oho! Ich will eine klare Antwort. Die kannst du haben, Kaiser. Night, du lebst noch. Was soll das? Warum bist du hier bei Kaiser? Sie ist meine Tochter. Nein, das steht da nicht, Steve. Sie ist eine meiner Tochter. Sie hat nur mit dir gespielt. Nein, hör nicht auf ihn. Ich liebe dich. So sieht das also aus. Da sieht man die Familie Pan. Du hörst mir nicht zu. Ich liebe dich, echt. Nur benutzt und dann allein gelassen. Das ist aber so geil. Das ist wirklich wie im echten Leben, ja. Er führt irgend so einen Monolog darüber, was scheiße läuft sozusagen in der Beziehung, ja. Und sie meint so, nein, hör mir doch zu. Nein. Und dann so, ich glaube, wir reden nur aneinander vorbei. Ich glaube ja immer noch, dass Kai hier auf eine gewisse Art und Weise sein eigenes Leben in diesen Spielen auch verarbeitet. Ich denke auch. Also stellenweise auf jeden Fall. Wahrscheinlich ist das alles, was hier gerade unter diesen ganzen Familien geschieht, das ist auch in Kais Familie und seinen Familien geschehen. Ja. Wahrscheinlich hat Kai schon eine Familie, die viel zusammen macht, so ungefähr, ne? Und dann hat er aber noch eine Freundin kennengelernt, bei der das ebenfalls so war. Und dann lagen diese beiden Familien, oder dann kam zwischendurch noch eine andere Freundin, ja? Und dann lagen auf einmal 3 Familien im Clinch. Wer weiß? Ja, das ist durchaus möglich. Hey, was soll das so? Kennen wir dich gar nicht. Betrogen und alleingelassen. Dafür werdet ihr bezahlen. Despair muss ihn vergiftet haben. Es ist an mir, das zu beenden. Oh mein Gott, es ist Past Night. Oho. Seine Kraft steigt rapide.
Was bezweckt das Bär damit? Oh, oh mein Gott. Komm zu dir, Neid. Das Licht wirft seinen Schatten voraus. Scheint eine seiner Lieblingsmetaphern zu sein. Shin will die Macht eines Teufels beschwören. Wir halten ihn auf. Wartet, ihr seid zwar seine Brüder, trotzdem ist er stärker. Ich geh mit. Cool, bekommen wir jetzt Kaiser ins Team? Ja. Fett. Was für eine Kraft. Er sammelt wildes Bär mit Neids Hilfe das Armageddon. Armageddon. Beschwören. Des Pärchen wird der Nächste sein, den ich töte. Dann vernichte ich alle Sünder. Und das sind dann alle Menschen, oder was? Ja, wir hätten sie doch damals auslöschen sollen. Auslöschen. Wir müssen dich wohl echt auf den Boden der Tatsachen zurückbringen. Ihr seid es auch nicht wert. Okay, also der Past Knight, der will uns jetzt alle klatschen, oder wie? Oder genau. Was, oder? Jetzt haben wir Kaiser, Chan und Kai. Vor allem Kaiser hat natürlich 666 HP und 666 MP. Und Kaiser war ja, was für ein Teufel? Nee, der ist der Anführer der Satane. Und Kain und Knight sind Teufel. Oder so, da war es so. Und genau. Kaiser ist der, und also Baal ist der Chef der Teufel und Kaiser ist der Chef der Satane. Genau. So. Ja, fett. Wir können Flair. Feuerangriff, Eiskracher, Beben, Ultima, Gravia, Allheilung, ja. Apokalypse und Tornado. Cool, Apokalypse macht Licht und Schatten. Machen wir mal. Ziemlich cool. Das trifft er wahrscheinlich nicht, weil ich denke auch, ich denke auch, das wird ihn nicht treffen. Wir machen mal Ultima. Meine Neid ist entweder Licht oder Schatten, nehme ich an, ne? Ja. Bombarda. Das macht auf jeden Fall alles Schaden. Es macht auf jeden Fall alles Schaden und Kaiser hat auch halbwegs sinnvoll. Also Kaiser ist auf jeden Fall der dickste von allen. Ja. Was ich ehrlich gesagt nicht so wirklich nachvollziehen kann, haben wir nicht mit Chaun? Mit wem haben wir den Kaiser geklatscht? In dem Teil haben wir gegen Kaiser noch gar nicht gekämpft. Nee, nicht in dem Teil, aber deswegen meine ich doch mit Chaun. Mit Chaun haben wir im zweiten Teil. Im zweiten Teil, genau. Genau. Und am Ende war Chaun ja mächtiger als Kaiser. Ja. Wie hat er seine ganze Power verloren? Naja, er hat ja am Ende ein Mädchen kennengelernt vom zweiten Teil. Ach ja, stimmt, ein Mädchen, ja. Ja, und dadurch, ne? Er ist wohl doch nicht so stark. Hahaha, seht meine Macht. Oh mein Gott, er verwandelt sich. In einen Flügel-Knight. Er hat jetzt 6 Flügel und 2 Maschinengewehre, die ihn aus den Achseln rauskommen. Das stimmt. Ich finde den Hintergrund wieder geil. Was auch immer es darstellen soll. Ja, das darf man nicht so hinterfragen. Desaster. So aus, als würde man in die Decke gucken, finde ich. Ich glaube, den soll man. An die Decke von so einer Kirche. Ja, ich denke, ich hab's immer verlieren. Der macht jetzt. Ja. Der macht viel zu viel Schaden. Ja. Ich sehe schon. Ja, siehst du? Was für eine Macht. Ich bin der Engel der Dunkelheit. Was war das? Jemand versucht, in diese Dimension zu kommen. Niemand kann hier reinkommen. Oh, jetzt haben wir einen Titlescreen. Ah. Das ist Vaters Festung. Diese Versager werden als nächstes sterben. Wo sehen wir jetzt vielleicht endlich Baal wieder? Das war gerade eine Bombe. Ja, dann jemand versucht, eine Bombe auf ihn zu werfen. Das bringt euch nichts. Das wissen wir noch eigentlich aus jedem Superheldenfilm. Buch, komm, gibt alles. Los, Bruder. Dem kann er nicht widerstehen. Haha, und jetzt? Er ist ausgebrannt. Das war's. Bringen wir ihn auf euer Schiff. Ausgebrannt? Ist er tot? Und jetzt kommt gleich noch ein neues Facet. Kiro, sowas sagt man nicht. Das ist jetzt Baal. Oh man, das ist Baal? Irgend so ein Bürohengst oder was? Das ist jetzt Baal. Da hat mir der alte Baal wirklich wesentlich besser gefallen. Wahrscheinlich hat er sich gesagt, mit dem Face kriege ich keine Mädchen.
So kriege ich eigentlich mehr Mädchen beeindruckt. Oh Gott, ich habe mich in, also bei hat es eine ähnliche Stimme wie Chao. Chao, natürlich. Seine ganze Energy ist verbraucht, aber das ist nicht das Problem. Was ist mit ihm? Despair muss etwas mit seiner Seele gemacht haben. Was soll das denn heißen? Um das herauszufinden, müsste man eine Seelenwanderung unternehmen. Ja, dann nehmen wir die Stöcke in die Hand und los geht's. Ich mach's. Ich weiß zwar nicht, was ich machen soll, aber ich mach's. Das kann dir das Leben kosten. Das ist egal. Machen wir es gleich. Jetzt auf der Stelle. Ah, ich bin so rattig. Das ist also eine Seelenwelt. Nett, so schön rosa. Oh, und da ist ja auch Neid. Hallo, Neid. Hey, bleib stehen. Was hat er nur? Ich muss ihm nach. Wir gehen tiefer in die Traumwelt. Warum sieht das auf einmal ganz anders aus? Egal, Neid, bleib stehen. Geh aus meinem Kopf. Du hast dir nichts zu suchen. Du musst wieder aufwachen, wir brauchen dich. Wie gesagt, ich denke wirklich, er hat das Buch gelesen. Also der Film war noch nicht da. Inception. Zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob es das Buch schon gab. Wann kam das Spiel raus? Das Spiel kam 2003. Ich glaube 2004 oder so. Aber gut, machen wir erstmal weiter. Wir gucken das später nochmal an. Ja. Ich gehöre zur Familie der Teufel. Niemand braucht mich, ich bringe nur Leid. Nein, das stimmt nicht. Shin hat dich nur manipuliert. Geh aus meinen Träumen. Du darfst nicht tiefer in die Traumwelt. You must go deeper. Warum lässt du mich nicht in Ruhe? Soll ich den ewig weiterleiden? Aber wir haben uns zusammen, schaffen wir es. Du musst dich nur vom Bösen trennen. Böse. Was war denn das, etwa die antike Waffe? Es will mich wieder beherrschen. Oh mein Gott, jetzt gibt's auch noch eine antike Waffe. Bekämpf es. White Knight. Es ist aus, ich habe gewonnen, ich bin zu mächtig. Nein, du musst ihn besiegen. Ich habe mir die Macht der Antike geholt. Als nächstes hol ich mir die alte Macht. Du bist nur eine böse Kopie von mir. Ich werde dich aufhalten. Ganz, ganz bös. Alle immer bös. Ich bin absolut und bin perfekt. Ihr werdet es sehen. Absolut Wodka. So im asiatischen Weltall. Das wäre cool. Endlich frei, nun kann ich meinen Weg gehen und werde zu Gott. Man, nein, du hast da ganz schön was unterdrückt. Witzig, weiß ich, wie das zustande kommt. Denk nicht über sowas nach, den ihr erlebt den Morgen nicht mehr. White Knight will kämpfen. Was auch immer das sein soll. Ja. Mal gucken, ob du ihn besiegen kannst. Ich mach mal ein Meteo. Und ich werfe tatsächlich mal einen Megatrank. Ja, das kann man gewinnen. Warum hast du denn... Achso. Er war fast tot. Okay, gut. Nein, ich wurde einfach nur noch nicht geheilt. In der Zwischenzeit. Ja, das meine ich ja damit. Er war fast tot. Ja. Er war fast tot und nein, ich wurde nicht geheilt. Naja, liegt ja daran, dass ich die Kaktornadel halt benutzt habe. Stimmt. Deswegen. Klar, deswegen hält er jetzt gerade auch so extrem viel aus. So. Enter Smash. Ja, Enter Smash. Denn das macht am meisten Spaß. Komm, Meteo und White Knight stirbt. Wir haben gesiegt. Das kann nicht sein. Ich bin stärker als du. Aber ich bin nicht allein. Ich bin du. Denk daran. Ich werde wieder die Oberhand gewinnen. Ich warte drauf. Verlassen wir diesen Traum. Das ist halt wirklich so Inception-mäßig. Sie lag jetzt auch noch auf dem Bett daneben. Ja, ja, klar. Das ist... Also. Wow, die ganze Familie. Dazu muss man natürlich sagen, dass Inception. Also, die gab es ja schon mal, ne? Wahrscheinlich ja. Gab es schon in anderen Filmen oder wie gesagt, das Buch halt, ne? Ja, ja, ja. Was ist los? Geht's wieder gut? Neid ist tot, lang lebe Neid. Da dich also selbst besiegt. Ja, jetzt fehlt nur noch Shin.
Wir werden morgen unseren Plan besprechen, also ruht euch aus. Wartet, nehmt schon mal diese Waffen, ihr werdet sie brauchen. Der günstigste Zeitpunkt, stimmt, wir müssen uns beschützen, solange wir im Bett liegen. Wir sehen uns morgen. Was machen wir noch hier? Wir hätten uns noch etwas erholen sollen. Ich wollte mich bedanken, du hast mich gerettet. Meine Gefühle für dich sind echt. Das brauchst du mir nicht mehr zu sagen, ich lieb dich nämlich auch. Hoffen wir nur auf eine gute Zukunft. Aber tatsächlich ist es hier etwas nachvollziehbarer, wie sie sich verliebt haben gegenüber den bisherigen Beziehungen. Ja, ja, na klar. Gehen wir aufs Zimmer. Ich hätte gar nicht gesagt, ich liebe dich, lass uns aufs Zimmer gehen. Ja, was willst du denn noch sonst sagen? So, Death Level 5 zweimal gefunden. Und hier gibt es alte Bekannte. Das ist ja cool. Ihr seid auch noch unterwegs. Ja, Rose. Aus dem zweiten Teil. Das war, glaube ich, meine, oder? Ja, natürlich. Du hast um die Larvenquest gesprochen. Genau. Diesmal geht es echt um alles. Ich finde das sehr, sehr cool, dass er hier wirklich nochmal das eingebaut hat, ne? Ja, und auch die beiden sind da. Ah, das ist ja witzig. Dass Kaiser uns hilft, heißt schon viel. Ich will eigentlich nicht, dass Kain nochmal kämpfen geht. Hat ein anderes Facet. Aber trotzdem, ich finde das sehr, sehr cool, dass das wirklich so, da merkt man wirklich, dass die zusammenhängen, ne? Und dass wirklich noch die Charaktere zurückgeholt wurden. Finde ich schon sehr, sehr cool. Allheilung. Damit können wir das All heilen. Ich denke viel an morgen und an die Zukunft. Weil ich finde es cool, wie sich hier alle Pärchen irgendwie treffen, ja? Auf diesem Raumschiff in dieser extra Ebene für Pärchen. Klar, ist doch total süß. Irgendwohin müssen die ja. Die wurde extra dafür gemacht, dass man hier ein bisschen spazieren gehen kann. Ja. Ich habe etwas Angst. Aber wenn Kiro bei mir ist, geht es mir gut. Also man muss schon sagen, Kiro hat sich immer in die Hübscheste geschnappt. Zumindest wenn man vom Facet ausgeht. Wenn man vom Facet ausgeht, ja. Also mal so. Die beiden im Team. Wir haben ja irgendwie so ein Achso, es wäre ja hier diese scheiß Dev-Dinger. Na, also egal. Und hier sind Mogris. Ja, brauchen wir alles nicht. Mogris haben definitiv den Kapitalismus im Universum erfunden. Ja. Im alten Machtuniversum. Wohl, wir nehmen gleich mal 5 davon. Um einfach unser MP mal aufzufüllen. Und der Mogri sieht super böse aus. Ja. Hier gibt's Spells. Zeit. Charakter lernt Zeit. Okay. Was macht denn dieser Zeitzauber? Ich denke mal, die anderen langsamer und so. Stimmt, ja. Die Gegner langsamer und die eigene Gruppe wird schneller. Und das wäre wahrscheinlich noch sinnvoller. Noch ein wenig rumlaufen. Da jetzt hier eine Cutscene folgt, würde ich sagen, machen wir hier. Nein, wir machen hier jetzt einfach weiter. Na gut. Ha? Dann lässt man jetzt weiter. Der Tag ist gekommen, heute gilt es. Wir werden euch schnell in die Stadt absetzen. Dann müsst ihr den Hauptturm erreichen. Wer seid bereit? Wir werden euch so gut wie es geht unterstützen. Schau mal auf den Computerbildschirm, Herr Scheiße, das hast du wahrscheinlich nicht drauf geachtet. Nee. Egal, ich sag's dir später. Wir sind in der Stadt, wir müssen zum Hauptturm. Wir trennen uns ab hier, wir müssen es schaffen. Wir müssen, wir schaffen es. Los geht's, los jetzt. Achso, ich dachte, ich komme ein bisschen länger. Eine längere Cutscene, die hat wahrscheinlich so 20 Sekunden gedauert. Ich hatte eine längere Cutscene im Kopf gehabt. Was ist nur los? Ich will nicht länger warten. Ich fahre auch gleich an den Strand. Das ist ihre Zwillingsschwester. Sie können mit dem Zug aus der Stadt fahren. Sie können aber auch laufen. Beides ist kostenlos. Stadtfahren. Definitiv ein Wort. Ich finde es auch sehr cool. Ja, laufen ist kostenlos, Mann, unerwartend. Wir laufen. Hier sind wir jetzt. Alles klar. Wir gehen in... Oh, die sollen die Züge wieder fahren lassen. Hier kommen wir in die Open World. Man, ist diese Stadt kaputt. Laufen war doch nicht so schlau. Ein wenig Sport tut gut. Abend geht es hier richtig ab? Ein Pub. Ach man, ist das noch früh, aber ich will feiern. Steve, das Gefühl kennst du bestimmt auch, ne?
So, wir haben noch eine Open World. Eine Open World. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Ich liebe dieses Chaos am Hafen. Wer tut es nicht? Mal wieder ein Kappa. Ich liebe meine Arbeit. Wow, ist das cool. Hier und da steht einfach ein Wasserelement herum. Das ist ein Charakter aus Final Fantasy 6. Okay. Ich liebe meine Arbeit. All die Kappas arbeiten gern. Klar, was sollen Kappas sonst machen? Na, auf Twitch rumhängen. Das sind andere Kappas. Die Kleine ist so quirlig. Ich glaube, der ist auch aus Final Fantasy 6. Die Kappas sind lustig. Okay. Ja, genauso wie die auf Twitch, das vorne. Oh. Ich bin gern auf See. Das ist das größte Schiff auf dem Planeten. Planeten kriegt er auch nur selten hin. Und ja. Nein, das ist nicht das größte Schiff. Das ist immer wieder dasselbe gecopy-pastete Schiff. Ja, und nach da unten kommen wir nicht. Tja, tut mir leid, mit dir kann man nicht sprechen. Da geht's ja nach hier oben. Ja. Ich kann mich irren, aber der Zug fährt immer dann los, wenn ihr einsteigt. Da steht wen. Das hast du damals richtig gelesen. Wir laufen. Ja, gut, dann würde ich sagen, im nächsten Part suchen wir dann die Side-Quests, die wir noch machen können in der Open World, damit wir das True-Ending bekommen. Ich war DSD Steve und... Let's Play Retro. Möge die alte Macht mit euch sein. Tschö, tschö.